raus hier mit dem Schnellboot, schön übers Archipel brettern und dann ab zum Spot. Wir suchen heute Saiblinge. Vielleicht gehen auch noch ein paar Zander rein, je nach Uhrzeit. Aber Schwerpunkt sind Saiblinge. Also normaler Saibling, der Bachsaibling, dann natürlich der Ladoga-Saibling und im Idealfall noch der Klotz-Saibling. So, Motor aus. Wir sehen, ja, wir sind angekommen. Genau an der Stelle. Also, aufstehen. Ja, die Happy Hour geht mal wieder los. Auswerfen. Zweite Route auch direkt raus. Zack. Und auswerfen. Schön langsam absinken lassen. Und dann immer mal wieder kontrollieren. Im Idealfall verwenden wir natürlich die Schnur vom Nordmeer. Zack, erster Biss. Sehr schön. So soll das. Also, die... Okay, im Barsch, da können wir drauf verzichten. Aber passiert halt, ne? Alles, was halt so Beifänger sind. Genau, also die Schnur vom Nordmeer, die bunte. Weil dann sehen wir, dass wir ungefähr auf den 15 Metern sind. Dann sind wir unten angekommen. Ich zoome nochmal eben ran. Wir sehen das hier oben. 16 Meter werden hier angezeigt. Übrigens Informationen, wie das Echolot funktioniert. Nicht exakt dieses, sondern das vom Nordmeer. Aber es ist halt so ähnlich. Verlinke ich nochmal das Video zum Echolot. Raus damit und dann geht es Wacky-Rig-mäßig halt los. Also ein bisschen kurbeln, ein bisschen eine Art Pilken sozusagen, Bewegung machen. Wir wollen, dass dieser Wiggle-Wiggle-Wacky-Wurm in Bewegung kommt. Und das heißt, wir kurbeln ein bisschen, wir zuppeln ein bisschen und versuchen, dass der so ein bisschen aussieht, als ob er tatsächlich ein lebendiger Wurm ist. Und zack, da machen wir hier natürlich noch den Wechsel. Und ziehen auch hier wieder hoch. Wo ich immer ein bisschen drauf achte, wir haben jetzt gerade 7 Meter die Sekunde Wind. Also das ist schon nicht so wenig. Normalerweise bin ich da eher, hier haben wir es, eher so in diesem Bereich unterwegs. Das ist schon wirklich so die Schmerzgrenze. Gerne unter 4 und am besten noch weniger. Also in diesem Bereich hier 6 Meter die Sekunde ist das schon ein bisschen heftig, das muss halt nicht sein. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir haben jetzt hier 5 Meter nur noch stehen. Das heißt, wir sind fast eingekurbelt. Ich drücke einfach Enter, lasse den Köder wieder absinken. Und das Ganze machen wir jetzt hier auch. Einfach wieder ein bisschen rumzuppeln. Wir können natürlich auch immer wieder einen Blick aufs Echolot werfen. Wo sind wir denn hier? Ist da unten überhaupt was? Lassen wir es vielleicht direkt wieder absinken. Und ihr seht, wie langsam das runtersinkt. Also ganz, ganz, ganz langsam. Denn in dieser Absinkphase gibt es immer wieder Einschläge. Also es gibt immer wieder Bisse von verschiedenen Saiblingen, die halt genau in diese Absinkphase dann auch reingehen. Meist halt relativ kurz vorm Boden. Aber das heißt ja, dass dann in der Zeit, während der Absinkphase, der Fisch spawnt. Wir kommen durch einen Spot durch sozusagen. Der Fisch spawnt, kommt angeschwommen. Und bis das Ding dann unten ist, hat er den dann quasi im Maul oder gebissen. So, hier jetzt wieder gucken. Und wenn das so ein bisschen träge ist, das heißt, wenn man so 3-4 Mal geworfen hat und das läuft nicht, dann so etwas den Spot wechseln. Also einfach ein paar Meter weiterfahren. Ich zeige mal eben die Stelle vom Spot. Also, der Ladoga-Archipel. Ganz, ganz, ganz unübersichtlich. Auch wenn es so übersichtlich ist, aber man sieht halt so viel. Und das macht es so schwierig. Es gibt verschiedene Stellen fürs Saiblingsangeln. Also man kann es auch hier oben probieren, beziehungsweise hier geht das auch immer mal wieder ganz gut. Hier auf der 27 geht es immer mal wieder ganz gut. Dann war ich zuletzt auch hier unten auf der 12. Das war, geht so. Aber ich sag mal so, diese Stelle hier auch ist eigentlich, oder hier oben, das sind so recht klassische Stellen, die immer wieder ganz gut funktionieren. Wobei das hier eigentlich auch, ne, mit dem 17er war es. Ja, kann man immer wieder ganz gut machen. Also da in dem Bereich einfach hin. Dann eben, wie gesagt, hier auf die 15 Meter. Was man natürlich auch machen kann, überall mal so ein bisschen Bewegung reinbringen. Immer nur zuppeln und direkt der Wechsel. Zap, zap, zap. Immer so ein bisschen drehen und zuppeln und weiter geht es. So sah der Kescher aus von gestern Abend. Ich habe gestern ein bisschen durchgezogen. Eine Stunde ein Ticket hier dann
voll gemacht sozusagen. Ja, Stinte gehen auch immer wieder rein. Wollen wir aber an für sich nicht haben, weil dann müssen wir halt aus der Tiefe so einen kleinen Fisch immer rausziehen. Wobei das ja nicht geht. Ne? Also diese 15 Meter Tiefe, vergleichen wir das mit dem Nordmeer, in dieser Höhe von 15 Meter, 10, 15 Meter, da sind so Makrelenhechte oder sowas. Also da werfen wir im Nordmeer gerade mal so aus und sind schon sofort auf dieser Höhe. Und dementsprechend schnell sind wir eigentlich auch hier bei 15 Meter Tiefe wieder eingekurbelt. Da muss man eigentlich gar nicht so ganz lange und heftig kurbeln. Heftig wird es nachts, wenn die Zander reingehen, was auch gerade das Kescherbild war oder was man da sehen konnte. Das waren die Zander, die an für sich alle in der Nacht reingegangen sind. Also da hat man dann doch schon mal einen heftigeren Drill. Gerade eben nachts ballert es dann deutlich heftiger rein und dann machen die sich auch gut schwer. So, jetzt gerade noch mal eben gucken, wo ich hier genau bin. Ja, ich fahre auf jeden Fall wieder zurück hier, genau oben auf die 5 in diese Area. Da fahre ich jetzt hin. Das heißt mal eben wechseln. Wir stehen in diese Richtung. Einmal genau drehen. So. Dem Wind entgegen. Nochmal ein bisschen korrigieren. Genau. Und bis dahin. Und Motor aus. Und wir sehen hier auch schon wieder Action auf dem Echolot. Ist natürlich dem geschuldet. Naja gut, wird im Echolot-Video erklärt. Es wird halt alles so komprimiert und dementsprechend sieht man auf einmal so wahnsinnig viel auf dem Echolot. Und jetzt auf einmal gar nichts mehr. Aber dafür gibt es ja das komplette Erklärvideo. Das wird jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Also, jetzt heißt es hier wieder, zuppeln, zuppeln, zuppeln. Absinken lassen. Ah, ein bisschen können wir noch auf 15 Meter. Da sind wir auch schon bei 10 Meter, genau. Immer zwischendurch wieder aufmachen, so, absinken, 15 Meter erreicht, nochmal ein bisschen absinken, ich glaube, da ging gerade noch was, jawohl, 20 Meter haben wir hier sogar schon, so, nochmal ein bisschen einkurbeln, hier auch, und dann heißt es jetzt hier wieder so ein bisschen pilken, links und rechts mache ich meist immer so im Wechsel, 1, 2, bisschen kurbeln beim Wacky-Rig immer wieder. Also ruhig immer so ein bisschen Bewegung und zack, da kommt der Biss. So, komm ran hier. Schwarzes Fältchen. Das nehme ich natürlich auch gerne als Trophy. Das darf natürlich auch ein bisschen größer reingehen. Also direkt wieder auswerfen hier. Hoppala, so weit müssen wir gar nicht. Absinken lassen. Ja, also die Drift heute. Der Wind ist einfach heftig. Das heißt, wir sind schon wieder von der Stelle ein ganzes Stückchen weggedriftet. Achtet auf die Windgeschwindigkeit. Es gibt hier nicht wirklich eine Drift, also vom Meer automatisch ebbe- und flutmäßig, dass man rausgetrieben wird. Aber die Windgeschwindigkeit ist heftig und man ist so schnell wieder weg vom Spot. Ich konnte gestern Abend hier lange, ich glaube, ich bin zweimal oder dreimal habe ich nur korrigiert, in der ganzen Stunde. Und ich müsste jetzt schon wieder korrigieren, wieder zurück auf die 5. Denn in dem Bereich war das halt richtig, richtig gut. Und jetzt, ja, schon wieder weg. Macht aber nichts. Ich werde das jetzt einfach nutzen. Bremse zu. Und dann hier schön ein bisschen treiben lassen sozusagen. Bügel zu. Und dann gucke ich gleich einfach rein in das Setup. Machen wir das hier auf. Und werde dann sehen, wenn irgendwann ein Biss kommt, dann flackert ja die Schrift. Warum auch immer. Aber das nutzen wir einfach zurzeit noch aus. Und dann sehen wir, dass da irgendwo an der Rutenspitze irgendwo was dran ist. Vielleicht ist es auch noch was ganz Kleines. Und dann haben wir die Info. Das ist das Set. Das ist natürlich noch wichtig. Wie gerade schon gesagt, mit der Meeresschnur 13,6 Kilo. Hier natürlich jetzt ein bisschen übertrieben mit 1200 Metern. Aber hier können im schlimmsten Fall auch dicke, fette Störe drauf gehen. Und wenn du hier einen 30 Kilo Stör hast, in dieser Tiefe, auf so einem kleinen Setup, dann zieht er dich erstmal mindestens halb leer. Also der zieht ordentlich, ordentlich ab. Und je nach Größe, da können natürlich auch größere draufballern, dann hast du da richtig Action. Und ich bin jetzt hier gerade mit 9 Kilo Vorfach nur unterwegs. Sehr, sehr fein,
1-0er Haken. Und wie gerade schon gesagt, damit die schön langsam absinken, langsam heruntergehen, 1,75 Gramm. Ganz, ganz, ganz leichte Haken hier dran. Und dann ist es hier beim Wurm, beim Nasty Worm, der Einser. Ist auch, glaube ich, zurzeit Number One in den Rekorden. Also, das ist der, der gerade am besten funktioniert. So. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Bewegung. Ja. Und wir sind schon wieder im nächsten Bereich. Unten wird es gerade angezeigt. Sogar schon rüber gedriftet hier in die nächste Area. Naja, spätestens jetzt sollten wir mal dringend wieder losfahren. Da muss ich aber los. Also, ab ins Boot. Zack. Und dann geben wir wieder Gas. Korrigieren das Ganze. Aber so ist es, so geht es nun mal. Jeder Tag ist anders in R4. Wetterbedingungen ändern sich auch gerade wieder. Also immer wieder was Neues testen. Vielleicht teste ich auch gleich noch ein bisschen andere Wecki-Würmer. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.